Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, Kapitel 7, wir starten jetzt. Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Nein, schon weg. Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Komm zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Ach, dann ist der Louis doch okay. Mal nützlich. Luis sagt, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Wir sollten wohl besser Munition nachladen. Ein Händler. Ist ja schön, dass er hier auch den Weg... Na, was ist denn mit den Raben los? Die legen es hier praktisch drauf an, dass ich sie für Loot töte. Also, sind weggeflogen. Ja, das ist jetzt Pech. Haben sie Glück gehabt. Ich glaub's hier nicht. Zwei Fässer. Und was ist drin? MP-Munition. Ein alter Kompass. Oh, das sieht doch wertvoll aus. Ich glaube, der ist 100.000 Peseten wert, mindestens. Mal auf eBay Kleinanzeigen oder nur noch Kleinanzeigen stellen. Ich kann mich kaum halten vor Begeisterung. Wieso habe ich letztes Mal mein ganzes Geld ausgegeben? Scheiße. Halbautomatisches Gewehr, das wäre natürlich cool. Und ein Broken Butterfly Revolver. Mit 15 Angriffskraft. Okay, der ist relativ gut. Und ich kann Rohstoffe kaufen. Ich wünschte, ich hätte... Ja, Magnum Munition brauche ich gerade nicht, wenn ich keinen Revolver habe. Rohstoffe kann ich kaufen. Kann ich was tauschen? Ah, nee. Kann ich was verkaufen? Kann meine Pistole verkaufen für 50.000? Ich kaufe fast alles. Ich mag meine Pistole. Hier, die TMP mal weg damit. Es war, ja, nur 6.000 Peseten. Mein Bolzenwerfer, so leid es mir tut. Danke. Bitteschön. Oh, das Kampfmesser wollen wir nicht verkaufen. Das braucht man. Das Küchenmesser können wir Bolzen draus machen. Nein, wir haben genug Bolzen. Danke. Jo, kein Thema. Ein hervorragender Deal. Dann weg mit dem Gewehr. Dank. Ach, ich kann mich anscheinend doch ganz gut von Sachen drin. Hey, ich habe immer noch Louis Sera im Inventar. Also, fall ich jedes Mal drauf rein. Das ist ja der Talisman. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Das ist richtig, das ist richtig. Wir haben keinen Bolzenwerfer mehr. Also, doch, nee, haben wir auch nicht mehr. Ah, so geht's einfacher. Weg mit den Bolzen. Schön, dass du dich freust. Dann können wir noch die zwei Messer. Messer. Ich dachte, ich hätte zwei Küchenmesser noch gesehen. Ob Bobine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Glaub, die habe ich schon verkauft. Eine Blacktail-Pistole. Die sieht Warum allerdings cool aus. Nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Was Könnt meinst du, was ich hier gerade mache? Ja, halt mal wieder die Schnute. Danke. Hört man ja sein eigenes Wort nicht. So, Blacktail-Pistole, also Pistole brauchen wir auf jeden Fall. Ein absolutes Musterbeispiel einer Waffe, Fremder. Vielleicht nicht die beste, aber definitiv eine ideale Begleiterin. Was heißt nicht die beste? Ich wollte die beste. So, und ich will... Wir könnten echt den Raketen mehr verkaufen. Vielleicht im nächsten Kapitel. Das Stingray. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Okay, wir verkaufen auch unsere Schrotflinte. Wir verkaufen auch unsere Schrotflinte, obwohl ich die lieb gewonnen habe. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja. Fremder, oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen.
Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Das na gut, erstmal die Stingray. Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau sehr das gut. Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Wo sollte ich sonst die Sau rauslassen? Dann will ich eine Riot Gun. Das Ding hat den Namen Wummel doch echt verdient. Mhm. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Grütze. So mag ich meine Gegner. Und dann wäre ich tatsächlich noch für den Broken Butterfly. Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen. Es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Ach, ich tue da einfach einen 30er Mag rein. Du umsonst. Das haben wir extra für dich aufgehoben. Dankeschön. So, jetzt muss man wieder was tunen. Das Messer ist, glaube ich, immer noch gut genug. Wenn du noch eine Chance haben, geh sorgfältig damit um, okay? So, hier die Angriffskraft nach oben. Dann wird man mich wieder loben. Okay, Pistole ist das Wichtigste, glaube ich. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Oh. Und was nu? Der Revolver, das wäre natürlich auch was Feines. Ganz was Feines. Wenig eine Geld. Gut eingestellte Waffe kompensiert hier gute Waffen. Hier, wie du es haben wollt. Angenehme Reise. Dankeschön. Und jetzt will ich meine Kaufsucht mal speichern. Was macht man denn? Kapitel 7 brauche ich noch, falls ich das Let's Play verkacke. Das habe ich sogar dreimal gespeichert, innerhalb von 4 Sekunden. So. Händlertipp, die Pistole für dich. Pistolen gibt es wie Sand am Meer. Da kann einem die Wahl der richtigen schon mal schwerfallen. Aber du hast Glück, denn wir haben für dich eine Liste mit den individuellen Eigenschaften vierer besonders empfehlenswerter Exemplare zusammengestellt. Punisher, hervorragende Stabilität und Durchschlagskraft. Dank nachrüstbarem Laservisier äußerst vielseitig. Ich glaube, die habe ich wieder verkauft, weil ich die nicht mochte. Red 9. Diese Waffe hat massig Feuerkraft, tritt aber zurück wie ein Pferd. Behalt die Zügel in der Hand, indem du die Schulterstütze anbringst. Ne? Blacktail, das ist die, die ich gerade gekauft habe. Eine großartige Waffe mit exzellenter Feuerrate. Nimmt dank ihrer kompakten Größe nicht viel Platz im Koffer weg. Matilda, derzeit ausverkauft, ist für sich vielleicht eher unscheinbar, aber wenn du die zugehörige Schulterstütze montierst, kannst du damit 3 Schüsse in kurzer Abfolge abfeuern und so deine Gegner mühelos in Schach halten. Ja, da rede ich mir immer einen Mund fusselig. Aber ich bin zufrieden, glaube ich. Die anderen müssen wir natürlich noch ausrüsten. So, das Messer. Wo kommt das schöne Messer hin? Hier unten gedreht. Heilkräuter sämtlicher Natur. Ja, dich wollte ich doch gerade gar nicht auswählen. Was mache ich hier eigentlich? Ich will das ziehen und ich will es drehen. Spiel, mach mir mein Leben doch. Spiel! Ja, ich weiß, das Problem sitzt mal wieder vor dem Monitor. Ich schieb's einfach auf den Programmierer, der den PC-Port gemacht hat. So, passt. Hat er mir auch Munition geschenkt, das wäre schön gewesen. Kann ich dich kombinieren? Ich wollte doch Zubehör. Stingray! Wunderschön. Und ein Revolver, den müssen wir jetzt... Was ist eigentlich ausgerüstet? Überall, wo eine Zahl dran steht, das ist ja selbst erklären. Der Revolver kommt auf jeden Fall auf die 2. Die Schrotflinte auf die 3. Die Stingray auf die... Hä? Kann ich nicht einfach überschreiben. Die Stingray kommt auf die 4. Achso, da waren Granaten. Das war jetzt blöd. Kann ich Granaten auf G oder sowas legen? Die Granaten brauche ich schon 4 und... Eigentlich 3 und 4... Wären für Granaten praktisch. Wo komme ich denn mit dem Finger hin? 5 für einen Revolver. Nee. Okay. Nochmal neu. Die Waffe kommt auf die 1, das passt. Die Schrotflinte kommt auf die 2. Auch wenn es hier komisch aussieht. 2. Gut. Das sieht nur merkwürdig aus. 1, 2 Schrotflinte.
Revolver kommt auf die... A3, 4 wären für Granaten echt gut. Revolver kommt auf die 5. Also muss ich ja nur die Taste drücken. Gut. Und die Stingray kommt auf die 6. Das werde ich sowas von nicht hinbekommen. Wir versuchen es aber trotzdem. Na gut, weiter geht's. Ach, ich speichere das nochmal. Jetzt hab ich... Hier, können wir gleich... Ja, was auch immer. Ja, das hoffe ich, dass die Leid zufügt. Und nicht nur mir beim Auswählen. Mitten im Spiel die Belegung zu ändern von allem, was man so mit sich führt, ist nicht der smarteste Move. Aber dafür bin ich auch nicht bekannt. Was haben die... Nicht so laut. Ja eben, Ashley, nicht so laut. Ist doch noch gar nicht so schlimm hier. Da war ich Schlimmeres gewohnt. Ekelhafte Geräusche. Ich hoffe, ich habe noch eine Granate. Nee, die habe ich weggeworfen. Ach, kann ich was craften? Natürlich auch nicht. Nichts Gutes. Das zuckt noch. Ein Stiefelmesser. Damit können wir wohl nur Stiefel ermorden. Irgendeine Tür geht wieder zu. Das gefällt mir gar nicht. Ja, Schießpulver in Vasen verstecken. Warum denn nicht? Gut, die 800 Peseten sind schon logischer. Komm. Kann man das hier aufmachen? Nö. Einfach nicht genügend Milchprodukte zu uns genommen. Sind die Arme so schwach. So, ich gehe ja wie ein Paranoider durch die Gänge. Ich glaube, wir können auch ein bisschen aufrechter gehen. Uns den Gefahren stellen. Solange sie schön wegbleiben. Wieso haben die jetzt so lustige Helmchen auf? So, auf 6 habe ich ja was für dich. Kann ich ranzoomen? Auf Alt kann ich zoomen. Au. Wartet mal kurz, bis ich das rausgefunden habe. Seid ihr tot? Der ist tot. Er ist tot. Hoffe ich zumindest. Das habe ich doch gut hin. Er sollte tot sein. Ey. Den habe ich aber deutlich getroffen. Na komm, rechts oder links? Ja, wenn man komplett offen steht, kann das auch nichts werden. So, in die Fresse und du auch. Komm. Ja. Dich treffe ich jetzt auf einmal. Was machst du denn da? Fuck. Was ist das jetzt? Ich glaube, ich habe hier einen ganz guten Job gemacht bis jetzt. Hier mit dem grünen Zeug. Ah, das läuft ja hier mit dem Waffenwechsel. Womit feuert ihr denn? Och, jetzt hol mal die Katapulte raus. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Oh, da ist ein Fass. Oh, ich muss nachladen. Ist ja gut. Peseten. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Hey, wo kommst du denn her? Und dass ich hier mal Peseten übrig lasse, das geht ja gar nicht. Ja, alles okay. Mist, verschlossen. Wir müssen uns was anderes überlegen.
Ich bin noch schlecht im Überlegen. Ey, da oben ist ein Katapult. Haben die auch so Explodierfässer? Ich sehe da zumindest nichts. Mist. Oh, hallo Kollege. Also die Waffe ist echt gut. Ich bin zufrieden mit der Pistole. Und mit den Peseten hier. Komm schon. Auch noch verschlossen. Was ist denn hier nicht verschlossen? Ja, geht hoch. Geht alle hoch. Hier runter. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Katapult. Das gefällt mir gar nicht. Und ich habe das Fass gesehen. Nummer 6 und nachladen. Da ist es. Habe ich es getroffen? Ach komm schon. So schlecht kann man gar nicht zielen. Na also. Erster Schuss. Volltreffer. Hier sind wieder diese blauen Dinger. Die sind zumindest diesmal deutlich zu erkennen. Dankeschön. Das geht noch besser. Da oben ist auch ein Katapult, aber das habe ich glaube schon hochgejagt. Seid ihr schon tot? Ich nehme das als ein Ja. Na gut. Runter geht's. Warum auch immer. Wird mir angeboten. Ich soll mit einer Kanone was machen? Da komme ich aber nicht hin. Hier ist ein Gegengewicht. Ah. Kein Gegengewicht mehr. Tja, dann knallen wir das Tor wohl auf. Aber erstmal alles schön looten. Alles erstmal schön looten. Na gut. Hoch die Leiter. Irgendwer ist der Meinung, hier noch fackeln zu müssen. Wer denn? Ah, die da oben. Und da steht auch ein neuer Kollege. Ne? Hallo. Tschüss. Tolle Waffe. Guter Kauf. Würde ich euch empfehlen. Falls mal eine Las Plagas ausbricht, sind wir informiert, was dagegen hilft. Und... ein eleganter Armreif. Mindestens 1 Million Peseten wert. Okay, das wird die verschlossene Tür gewesen sein. Ich glaube, jetzt soll ich einfach wieder zur Kanone. Tentakelig. Ey, da steht noch ein Fass. Das hätte ich fast übersehen. Und 300 Peseten weniger gehabt. Lass das. Das hat geklappt. Ein Glück habe ich unendlich Schuss hier. Will noch wer aufs Maul? Greif eure ganze Festung an. Na ja, gut. Festung war sehr unbeeindruckt. Das hätten wir. Warn mich doch wenigstens. Wovor? Vor den Zombies? Ich dachte, die siehst du. Ach, hier waren wir schon unten. Nachladen. Stimmt, die Magnum müssen wir ausprobieren. Kampf den Medaillons 3. Diese Pappnasen haben die ganze Burg mit blauen Medaillons behangen. Ein verdammt unschöner Anblick. Mach bitte jemand, dass diese Dinger verschwinden. 3 haben wir schon erwischt. Gibt's da noch mehr?
Ja, es gibt mehr, aber ich habe nicht mehr gesehen. Ein flüchtiger Blick sagt mir, wir verschwenden vielleicht unsere Zeit mit was anderem. Zum Beispiel die schöne Magnum auszuprobieren, die anscheinend auf der 5 sitzt. Wer hat sich das ausgedacht? Da ist ja wieder der Händler. Er sollte Ashley befreien. Der Händler ist älter. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ein Armreif, da müsste man wieder was reintun, aber ich glaube, wir haben gar keine Schätze. Ja, und ich verbessere alles, was ich mir leisten kann. Gut, zumindest das Messer können wir reparieren. Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Jo. Kann ich, stirb mir da draußen nicht weg. War nicht der Plan. Gewehrmunition, auch sehr wertvoll. Vielleicht sollte man die Rohstoffe kaufen. Also, dass ich immer noch fremd bin. Ein paar Vorratskäufe? Gute, komm jederzeit wieder. Oh, kann ich schaden, so. Jetzt kann ich wieder... Ach, was soll's. Kapitel 2 ist schon hochgeladen. Das brauche ich nicht mehr. Als Safety Blanket. Ich höre nix. Ashley, hör mal auf zu. Herzlich willkommen in meinem Schloss. Das ist Lord Settler. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen. Sieht ein bisschen anders aus. Mr. Kennedy. Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte, nennen Sie mich Ramon. Lieber nicht. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Da grinst sie. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Ich gebe mein Bestes. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des heiligen Lord Saddler. Ja, aber das ist ein durchgeknallter Irrer. Ja? Nein. Niemals. Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Ja. Sorgt dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Da fühle ich mich gar nicht wohl. Nein, nein. Ich würde was zu trinken nehmen. Habt ihr einen Espresso? Leon? Bleib dicht bei mir. Schon okay, ich bin Leon, der Profi. Mörder. Ja, und die Granate ist nicht in dieser Episode vorhanden. Kann ich... ich kann eine Blendgranate machen. Wäre das was? Blendgranate machen, gleich verschwenden. Ach, was soll's. Mach mir erstmal eine Kräutermischung. Ein kleiner Kräuterschnaps. Oh, eine Blendgranate, ja. Ah, die muss ich jetzt wieder ausrüsten. Blendgranate auf die, nicht auf die 8, auf die 3. Von mir aus. Los. Guck weg! Na also. So, eure Schilder sind weg. Ja, ist ja gut, ich passe hier auf. Ashley, wo läufst du wieder hin? Sorry, Jungs. Ist ja gut. Ich passe auf. Au. Ich habe nicht aufgepasst. Wollte nur cool erscheinen vor dem Mädchen da. Das hat jetzt nicht viel für meine Gesundheit gebracht. Wer einmal unten liegt, muss unten bleiben, sonst wird's unfair. Ich muss nachladen. Chill mal. Chill! Alter, wie kann man nicht chillen, wenn der andere chill sagt?
Seid ihr alle tot? Was ist denn los? Ja. Was geben die denn so schnell auf? Ach, das ist wieder so ein Händler-Talisman-Ding. Hat er hier irgendwo einen Fahrstuhl wieder versteckt? Und das ist eine Tür. Das hätte mal geklärt. Hallo, wo ist denn deine Schießübung wieder hin? Ja, ja. Halt mal die Backen. Oh, da ist eine Rüstung. Bist du freundlich? Ich glaube, dass der freundlich ist. Sieht annähernd freundlich aus. Mensch, dass diese Schlüssel immer passen. Ein Goldplättchen. Mindestens 2 Milliarden Peseten. Ihr könnt uns nächste Episode in den Raketenwerfer verkaufen. Ja. Mach von drüben für mich auf, okay? Ja, war was verschlossen? Ah. Ist offen. Gutes Mädchen. Danke. Au, mein Ellenbogen. Schön. Ich weiß zwar nicht, warum da Pistolenmunition drin ist, es sei denn, vorhin habe ich ordentlich daneben geschossen. Ah, ich dachte, ich muss da wieder so ein Rätsel lösen. Anscheinend nicht. Eleganter Parfümflakon. Hab zuerst Pflaumenkarton gelesen und hab das zum Glück nicht ausgesprochen in dem Moment. Hab zwar kein LRS, aber man könnte es teilweise meinen. Das ist echt. Geht's jetzt da oben weiter? Ich will nämlich nichts verpassen. Hier ist noch so viel schöner Loot überall. Nicht überall, aber dadurch die Wandritze kann ich bestimmt auch. Vielleicht ist das ja der offizielle Weg. Naja, wir verkaufen erstmal Schätzchen. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Goldplättchen. Bringt dir dein ganzer Krempel. Besten Dank. Ein hervorragender Deal. Oh, den Armreif behält man noch. Wir können noch was tunen. Deine vielleicht ihn mal sind in guten Händen, Partner. Ja, in mein Revolver auf 18. Bist auf jeden Fall. Stirb mir da draußen nicht weg. Nein, nein, keine Sorge. Ich doch nicht. So, jetzt wäre die Frage, durch die Tür komme ich nicht, dann muss ich wahrscheinlich durch die Spalte. Ja. Ja, ich hab's verstanden mit dem anderen Weg. Ich doch hier relativ offensichtlich. Wenn selbst ich das erkenne. Ich bin immer vorsichtig. Das sieht nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus. Noch hört sich schlimmer an. Muss man hier jemanden erlösen? Ihr seht echt mitgenommen aus. Notiz des Hausmeisters. Ich bin erneut mitten in der Nacht aufgewacht. Wieder waren es diese schrecklichen Geräusche aus dem Keller. Die Nägel, die an den Wänden scharren, die von schmerzerfüllten Stöhnen begleiteten Flüche. Dieser Mann wäre mit seinem Hass in der Lage, die ganze Welt in den Abgrund zu reißen. Früher einmal diente er dem Burgherrn als Folterknecht, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Es ist eines der wenigen ansehnlichen Vermächtnisse der Familie Salazar. Salazar Slytherin. Selbst innerhalb seiner Familie war er besonders. Er genoss seine Tätigkeit mit ganzem Herzen und er hatte, was es dazu brauchte, das Talent, andere zu foltern. Ja, ich glaube, das ist so Minimalvoraussetzung. Seine Fähigkeit weckte schnell das Interesse des Burgherrn und als er ihn ins Verlies brachte, nein, ich kann nicht wieder weiterschreiben, das werde ich nicht. Ich will mir nicht in Erinnerung rufen, was dort unten geschah. Mein Geist kann es nicht, es würde mich brechen. Ich wurde angewiesen, mich um ihn zu kümmern. Ich fütterte ihn und kümmerte mich um die Exkremente, die anfielen. Abend für Abend habe ich diese elende Stimme ertragen. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug. Ich werde keine Nacht länger in dieser Burg erdulden.
Morgen werde ich ihr den Rücken kehren, an einen anderen Ort gehen, der weit genug weg ist, dass diese Stimme meine Ohren nicht erreicht. Hat's geklappt? Ich denke mal, es hat geklappt. Dann sind wir alle besser gelaunt. Armer Kerl. Kein schöner Tod. Nee, aber schöner Loot da hinten. Mach doch mal das Tor auf. Na gut, hier komme ich wahrscheinlich nicht ohne passenden Schlüssel rein. Ah, dass die auch immer andere Schlüssel für sowas verwenden. Na gut, auf zum Folterknecht. Keiner darf entkommen. Weiß zwar nicht, wie er das rausliest, selbst wenn das auf Englisch da steht. Achso, ist ein japanisches Spiel, vielleicht sind das japanische Schriftzeichen. So gut kenne ich mich da nicht aus. Pistolenmunition. Kann ich rüberklettern? Was macht die Oma da? Ist egal. Was war das? Die halten hier unten doch keine Tiere, oder? Bestimmt nur wieder eine Kuh. Ich will nicht weitergehen. Ich will nicht weitergehen. Du greifst mich. Verliehschlüssel. Das Licht ist verloren. Na gut. Ach, komm schon. Ist hier so fett wie ich, mein Charakter. Kein schöner Anblick. Das heißt, Blendgranaten bringen nichts. Dann was willst du von mir, Spiel? Soll ich die nicht einfach töten? Ich finde, das läuft gut. Bin doch ausgewichen. Achso, ich lebe ja noch. Na gut. Habe ich nicht was für die Gesundheit gemacht? Kräutermischung? Ja, damit. Wäre doch jetzt angebracht. Au, au. Ich weich doch aus. Ja, der hört wahrscheinlich diese Ketten hier. Achso. Na komm. Au. Ich weich doch aus. Wie viel hält der Kollege denn aus? Ja! Das habe ich doch gut gemacht. Ich glaube, ich habe das gut gemacht. Ich kann zwar keine Hilfe nach... Ah, ich kann welche nachkaufen. Mensch, bin ich gut. Und da liegt ja grünes Kraut. Ich habe kein anderes, dann fresse ich so. Boah, für den kleinen Hunger. Das können wir hier ja in Ruhe looten. Oh, ein relativ moderner Schuh. Der Rest gehört zu der Vase. Noch eine Vase. Nochmal grünes Kraut. Mensch, hätte ich doch das eine nicht so gefressen. Dann hätte ich jetzt ein wertvolles Item machen können. Irgendwas, was noch gelootet werden will. Tja.
Ich glaube mal nein. Nö. Schade. Ich habe mir ganz guten Loot vorgestellt hier. Die Pisiten immer in den Vasen verstecken. Ist doch eine Burg, da müsste eine riesige Schatzkammer mit einem Drachen drin sein. Zumindest in meiner Vorstellung. Wieso hustest du denn so? Du bist's nur. Was heißt nur? Ach, gar nichts. Nichts. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. Hm. Ein Foltertier war das. Toll, jetzt konnte ich nicht mal sehen, wie gut mein Revolver funktioniert. Was hustest du denn so? Alles gut? Ja, geht schon. Im Moment jedenfalls. Ich glaube, die wird gleich ein Monster. Ashley, ich werde dich erschießen. Das ist ein Versprechen. Du bringst mich hier nicht ins Grab. Also, nicht auf die Weise zumindest. Kartoffeln. Nee, ein Spinell. Liegen die auch einfach nur so rum? Komische Geräusche. Komische Geräusche. Ich lach doch gar nicht. Oh, nett hat das hier. Wow. Sieh dir das an. Ja. Da fehlt ein Schwert. Wo liegt es denn? Und wieso humpel ich immer noch? Glaub mir, geht's nicht so gut. Einmal die Klospülung betätigen. Ja, das ist ein Hirsch. Was willst du mir sagen, Spiel? Dass ich hier Schießpulver beinahe übersehen hätte. Okay, will der jetzt zuerst den Hirsch oder will er zuerst den Adler haben? Doch nicht mit dem Revolver, bist du verrückt? Und jetzt will er die Schlange. Es sieht aus wie eine Schlange. Und da ist ja ein Schwert. Rüstung? Okay, wollte nur auf Nummer sicher gehen. Wie ich das Spiel kenne. Das ist nicht das hier. Okay. Sobald ich das Schwert antatsche, wird mich die Rüstung wahrscheinlich sowas von in den Arsch. Wozu soll das gut sein? Ja, das haben wir schon rausgefunden. Viel kann man damit nicht anstellen. Ein bisschen was. Oh. Eine schöne Brust, eine Bürste. Nee, Büste. Ist hier noch was drin? Ach, der guckt auch nicht gründlich. Na gut, rein damit. Ja. Eisenschwert. Hab ich nicht. Verrostetes Schwert. Hab ich nicht. Goldschwert. Hab ich nicht. Mit dem Ritter. Bilde ich mir das ein oder erzählen die eine Geschichte? Ja, wahrscheinlich nicht. So. Also, wir haben ein blutverschmiertes Schwert. Das heißt, das wird wahrscheinlich der Anfang sein, oder? Achso, nee, ich habe die ganzen Schwerter. Goldschwert, der König macht den zum Ritter. Der ist ganz stolz und der hat ein Eisenschwert. Ja, macht doch Sinn soweit. Dann hat er ein blutiges Schwert, weil er, keine Ahnung, einen Grad wegmördert. Und hier kommt dann das rostige Schwert rein. Dann ist gelöst. Ja, auf Anhieb. War wohl richtig. Dankeschön. Also mehr oder weniger auf Anhieb. Habt ihr noch schönes grünes Kraut für mich? Ja. Grün und grün macht mich wieder irgendwas, was sich darauf reimt und lustig ist. So, Flintenmunition her damit.
MP-Munition braucht man nicht mehr. Ja, das glaube ich auch. Na komm, die Vase muss dran glauben. Oh, und die Kiste. Was sind die? Aua, Viper. Lang keine mehr gehabt. Sind es da Kartoffeln? Lasst mal nachschauen. Das sind Kartoffeln. Die sollten wir aber nicht mehr essen. So, ich habe nachgeladen, was ging. Komm schon. Goldarmreif. 2 Milliarden Pesiten. Raketenwerfer ist so gut wie sicher. Oh, muss ich hier wieder gongen? Die wollen einen Drachen und eine Schlange. Ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Sind wohl bloß im Kreis gegangen. Sind wir im Kreis gegangen? Ich dachte, ich muss irgendwo drauf gongen jetzt. Hier sehe ich ja nur dieses Fischchen. Das brauche ich ja nicht. Das ist ja falsch rum, oder? Nicht mit dem Revolver. Ah, hat trotzdem gezielt. Wahrscheinlich ist auf der anderen Seite dann die Schlange. Erstmal schauen, ob hier Loot liegt. Ja. Schlange, Schlange, Schlange. Hui. Denk nicht mal dran, das nachzumachen. Ich? Als ob. Lass mich nicht allein. Hatte ich jetzt nicht vor? Wo bist du denn hin? Wo bist du denn hin? Wo gehst du hin? Na, ja, den Loot hier holen. Wo gehst du hin? Das ist eine schöne Mechanik. Ja, 600 Pesiten. Nur für mich. Und eine Schatzkammer. Goldene Sanduhr. Sehr schön. Leon, hier drüben. So? Ja. Dankeschön. Danke. Ah, das ist nützlich. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Doch, hast du doch gesehen. Bist du meine Mutter? So. Ich mal viel gefährlichere Sachen als das. So, Zeit, den Reichskanzler hier zu erschießen. Da fällt mir ein, Wolfenstein muss ich auch noch spielen. Gutes Spielkonzept. Gutes Spielkonzept. So, der kommt auf die... Was habe ich gesagt? 4. Der Kamerad. Den werden wir heute wahrscheinlich einsetzen müssen. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Danke, du auch. Das Mädchen auszuliefern? Nö. Nicht der schon wieder. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Und bin unterhalten genug. Der Ritter beschützt die schöne Prinzessin. Kenn ich schon. Jo, mal auf mit dem Teil. So, ich stehe nicht auf Unterhaltung. Zumindest der Fluchtweg wäre geräumt. Und meine Schrotflinte ist bereit. Da will ich nicht rein. Loot. Gebt mir Loot. Oder gebt mir Frieden. Rohstoffe. Muss ich da rein? Wenn ja, dann ist hier ja wertvoller Loot drin. Oder muss ich damit interagieren? Kann ich vielleicht übers Mikrofon zurückpöbeln? Schreibmaschine. Oh je. Dann wird es jetzt gleich kritisch. Ja, passt.
Hätte vielleicht erst looten sollen. Was soll's? Parasiten und ihre Ökologie, Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeiten, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Das werde ich nicht durchlesen. So, ich pausiere kurz. Könnt ihr anhalten? Und könnt ihr wieder anhalten? Gut. Habt ihr alles gelesen? Gut, seid klüger als ich. Wunderbar. Keine Chance. Wird doch hier kein Biologieunterricht. Also zumindest nicht die Art. Vorsichtig. Hol mal einen Klempner. Die Kacke kommt hier hoch. Ja, wirklich. Hier muss ich bestimmt wieder was machen. Zieh doch den Schlüssel raus, Kollege. Wer ist hier? Die Unterhaltung. Wer unterhält mich? Ja. Nein. Ich kann jetzt doch nicht meine Granate schon. Au. Au. Uncool. Ziemlich uncool. Ja, ich pass auf. Pass du lieber auf. Nein, Ashley. Nicht entführt werden. Na also. Lass die dreckigen Pfoten von ihr. Ja, nichts passiert. Und dann ist gut. Kann doch nicht runterspringen da. Macht mir ja Angst. Nein, nein. Denkt nicht mal dran. Oh, der hat dran gedacht. Was tot ist, sollte sterben. Oh. Ist er tot? Sieht tot aus. Der da oben schießt auf mich. Das respektiere ich nicht. Ja. Revolver! Was für ein spaßiges Teil. So, 6. Geht doch. Wo sind denn die anderen von euch? Hallo? Ich höre euch doch noch labern. Du bist verletzt. Na komm, lass uns kurz Pause machen. Geht schon. Nur eine Fleischwunde. Blut, Blut, Blut. Blut, Blut, Blut. Blut, Blut. Stehen hier noch mehr Vasen rum? Nee, aber Pistolenmunition lag da. Vase steht hier. Das kann man nicht alles ignorieren. Alles klar. Ein Glück fällt das nicht in die Kläranlage da. Gutes rotes Kraut. Oh, die Treppen wirken anstrengend. Kann ich da nicht hoch? Warum denn nicht? Achso, weil ich die Vase vergessen habe. Danke, Spiel. Na gut. Rein in die Kloake. Ashley, mitkommen. Ach, da seid ihr. Oh, hier ist ein TNT-Fass. Dann lockt man die mal hin. Ashley, komm her. Komm her. Kommt her. Noch ein Schritt. Das reicht. Und Revolver. Oh, das war er nicht. Och. Hört doch mal auf damit. Oh, der Revolver ist richtig gut dagegen. Alles gut. Fleischwunde. Fleischwunde. Ich habe was gegen Fleischwunden. Und zwar ein Crafting-Rezept.
Während der mich gerade verfolgt, kann ich das schön zusammenmischen. So, und dann einmal einnehmen. Auf unsere Gesundheit. Weg mit deinem schlonzigen Freund da oben. Ein Rad. Da ist ja gutes Rad teuer. Damit sollte es gehen. Wieso? Das verkauft man. Das glänzt. Er will das einfach einsetzen. Was für ein Kommunist. Wir müssen Kapital draufschlagen. Oh. Lass mich ja nicht hier rausfinden, was ich drehen muss. Okay. Dankeschön. Habe ich es wieder mitgenommen. Sollst du es lassen? Ihr sollt es auch lassen. Das ist hier nicht die effektivste Strategie. Vor allem, wenn man nachladen muss. Ja, Schild. Alles gut, Ashley. Hab's ja aufgehalten. Geht's dir gut, Ashley? Ja. Das war ja fast nichts. So, nochmal 6 und nachladen. Unerhört. Au. Ach, die lenken mich ab, so kann ich doch nicht treffen. Geht doch. Alle tot? Ashley. Jetzt ist es wieder angestellt. Irgendwer schießt hier noch, oder? Der Kollege. Ah, viel zu viel Munition verschwinden. Hallo, Oma. Ja. Lass das. Wieso kriegst du immer noch? Ja, Ashley, ist gut. Ist gut. Hab's mitbekommen. Oh. Verletzt? Nein, alles gut. Sehr gut. Wenn die Granate nichts aus... Sag mal. Sprech ich hier Spanisch? Ihr sollt es lassen. Nach da oben. Ja, ja. Ich weiß. Ganz, ganz unfair hier für euch. So, das habe ich gut hinbekommen. Leon. Ja. Hab ich etwas überschätzt? Von wegen, ich habe nur meine Munitionskapazität überschätzt. Super. Wenn jetzt der Hauptkampf kommt, habe ich ja nichts mehr. Nee, da tun wir noch ein... Ach, das können wir so benutzen und dann können wir noch so eine... grün-rote Mischung machen. Nur für einen Notfall. Die Wehrmunition. Ja, 7-mal. Ah, und das war schon. Dafür kann ich eine Blendgranate noch machen. Auch nicht das Schlechteste. Sicher? Ich fühle mich sicher. Warum sollte ich mich nicht sicher fühlen? Da liegen zumindest Peseten. Und hat der Onkel da drüben auch was fallen lassen? Ja. Immer zweimal nachschauen. Ein schönes Gebäude. Würde ich nehmen. Ohne die ganzen Zombies.
Ich glaube, die sind in dem Deal zumindest drin. Irgendwer klingt hier noch ganz komisch. Muss nicht sein. Die müssen das hier echt nicht so ominös machen. Ich glaube denen, dass es Gruseltypen sind. Und damit wäre für mich die Sache auch gebonkt gewesen. So, gut. Jetzt zum Oberkanzler, was auch immer. Da habe ich noch schöne Munition für die, aber nicht viel. Die muss reichen. Ashley, kommst du da hoch? Komm. Ja. Schön auf die Schlunze. Kriegst du das hin? Ja, ich schaff das schon. Sehr gut. Was machst du eigentlich? Mach weiter, ich geb Deckung! Na, ein Glück treffe ich inzwischen. Halbwegs. Dankeschön. Jetzt die andere. Vorsichtig. Komische Leute hier. Ja, lauf doch nicht auf die zu. Au. Mist. Wieso springt die denn auch in die Kugel rein? Hat hoffentlich zeitnah gespeichert. Naja. So halbwegs. Na nee, gut. Hoch mit dir. Kriegst du das hin? Ja, ich schaff das schon. Mach weiter, ich geh Deckung! Oh. Na also. Ne? War da nicht einer? Na gut. Ja, ist ja gut. Lass schön die Ashley in Ruhe. Wo ist denn dein Kopf? Da ist er ja. Ja. Passt du besser? Oh, scheiße, leer. Ein Glück verwandeln die sich nicht. Lass die in Ruhe. Ja. Ist ja recht. Blendgranate auf der 3, wer hat sich das überlegt? Ja, ich arbeite dran. Ich helfe dir. Brauch noch ein bisschen. Na komm schon. Alle tot? Nö, einer lebt noch. Deckung. Gut. Schön weitermachen. Beweg dich nicht so viel. Nimmt ja wirklich kein Ende. Okay, komm zurück. Die sehen auch immer gleich aus hier. Zum Glück verwandeln die sich wirklich nicht. Tja. Geht's? Ja, alles okay. Hast du die gelootet? Sieht so aus, als ob die viel, viel fallen gelassen haben. Da kann ich die selber looten.
Nee. Nee, nee, nee. Da komme ich nicht hoch. Können wir denn... Nee, MP-Munition bringt mir jetzt nichts. Eine Blendgranate vielleicht, was will's. Schaden kann sie nicht. Obwohl, das kann sie doch. Mist. Egal. Auf zum Bus. Mensch, das ist eine Technik, die die hier im Mittelalter hatten. Den Mechanismus muss mir mal jemand erklären. Und wie sie den Schimmel aus den Wänden fernhalten. Gut, wir haben zwar größere Probleme, aber... Find die Frage schon nicht so uninteressant. Ja gut. Das muss jetzt reichen. Graben! Und ich habe kein Bolzenwerfer mehr. Na komm schon. Wieder verschlossen. Komm. Gut. Lass dich nicht töten da drüben. Hast du Corona, dann halt lieber mal 1,5 Meter Abstand. Hey, oder zieh eine Maske auf. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Sehr gut. Das sagen sie in jedem Zombie-Film. Ich glaube, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Nein, Baby Igel. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Au. Zügle dich, Kind. Ashley. Das war der Parasit, das war's doch nicht du. Du würdest mich doch nie wirklich verletzen. Shit. Ah. Anscheinend ist damit das Kapitel beendet. Wie spannend. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.